Sagen Sie mal, fällt Ihnen hier was auf? Hier so, wo ich hier stehe? Selbstversorger-Telegramm mit einem Phänomen, auf was ich wirklich keine Antwort weiß. Bleiben Sie mal dran. Klar, ist unschwer zu erkennen. Hier ist ein Streifen von 2 Metern, wo überhaupt auch nur gar nichts wächst. Ist eine Stelle, habe ich Gründüngung ausgesät, Luzerne. Und das war mir schon von vornherein klar, dass die Seite, die ist auf der ganzen, im ganzen Garten, ist das eine schlechte Ecke, dass da was schlecht wächst. Deswegen habe ich hier extra viel Luzerne ausgestreut an Samen. So wie hier. Da wächst nichts. Da gibt es eine ganz klare Trennungskante hier. Wo noch was wächst und wo nichts mehr wächst. Ganz vereinzelt mal ein winziger Borretsch. Oder dieses komische Kraut. Oder hier ein verlassener, schon seit Jahren nicht mehr kultivierter Okra. Aber ansonsten ist dieser Streifen komplett leer. Ich weiß mir keinen Reim darauf zu machen. Extra viel Saatgut hier hingestreut. Gleich vorbehandelt. Da wächst nichts. Woran kann das liegen? Okay, wir haben auf der einen Seite eine Hecke. Die lässt der Nachbar schon ziemlich hoch wachsen, dass die Wasser abzieht. Okay, kann ich verstehen. Hier in einigen Metern haben wir einen großen Walnussbaum. Okay, zieht auch Wasser ab, Laub fällt runter, obwohl das eigentlich gar nicht bis hier hinkommt. Das fällt nur dahin. Aber gar nichts. Schauen wir uns mal die Ecke an, wo die Luzerne wächst. Habe ich mal als Gründüngung versucht, weil die Fläche wird sowieso nicht mehr benutzt. Ich habe es in der Vergangenheit festgestellt. Da wird nicht viel wachsen. Hier, Luzerne. Wächst langsam, aber sie wächst langsam. Wäre auch nicht weiter tragisch, aber dass nicht mal Unkraut wächst. Haben Sie eine Ahnung, woran das liegt? Ich habe ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel mit dieser ganzen Gärtnerei. Aber da an irgendeiner Stelle überhaupt nichts wächst, nicht mal Unkraut, und derer habe ich wirklich genug. Also, eine Sekunde. Dieses Zeug hier zum Beispiel, der ganze Garten ist voll davon. Da sind Millionen davon, die ich jedes Jahr bekämpfe. Da wachsen hier 2 Stück. Das soll mir mal einer erklären. Haben Sie irgendeine Idee, woran das liegt? Hecke, Walnussbaum, weiß der Geier was? Dann schreiben Sie mir unten in die Kommentare. Vielleicht lerne ich ja was daraus. Vielleicht haben Sie ja irgendeine Vorstellung, warum dem so ist. Selbstversorger-Telegramm mit einem Phänomen, was ich nicht erklären kann. Abonnieren, Like-Button drücken. Bis demnächst. Tschüss.